Jan Janczak ist ein sehr grosser Künstler, den ich heute zum zweiten Mal ausstelle. Ich habe ihn in Luzern ausgestellt und mit grossem Erfolg und jetzt das zweite Mal hier im Bratele. Jan Janczak ist ein polnischer Landsmann und meine Wurzeln sind natürlich auch in Polen und in Russland. Und ich habe natürlich schon eine gewisse Beziehung, Affinität zu diesen Ländern und seine Kunst gefällt mir ganz speziell. Ich bin dran, jetzt an der Art Basel einen Stand zu akquirieren. Ich hoffe, ich komme zu so einem Stand. Das ist nicht einfach, es ist eine grosse Warteliste. Aber ich denke, mit dem Heimvorteil, den ich heute habe, hier in Basel-Land, dass ich so einen Stand werde können, überkommen. Das wäre für mich das grösste Geschenk eigentlich überhaupt. Barnett Newman, einer der amerikanischen Pioniere der abstrakten Malerei, hat einmal bei seinen Bildern, als er über seine Bilder sprach, zwischen Object Matter und Subject Matter eines Bildes unterschieden. Was er meinte, ist also der Unterschied zwischen den dargestellten, auf Anhieb wiedererkennbaren Bildgegenständen und den eigentlichen Bildthemen, den Ideen, dem Konzept der Aussage eines Werks. Wendet man diese Unterscheidung auf die hier gezeigte Auswahl jüngster Werke von Jan Janczak an, so zeugt diese Auswahl auch im Vergleich zu früheren Ausstellungen in Sachen Object Matter von einer Verknappung, einer Reduktion oder einer Konzentration auf das Wesentliche, auf diejenigen Sujets, die für den Künstler offenbar im Mittelpunkt seines Schaffens stehen. Es sind überdies Figuren ein und desselben Schlages, alle einem zart gebauten, sehr androgynen Geschlecht entstammt. Den Hintergrund bilden lebhafte Muster, an Tapeten erinnernd, im Wechsel oder in Kombination mit weiteren Menschenfiguren, die wir ihrer Anzahl, ihrer Kleinheit und ihrer strengen Anordnung halber aber nicht als Individuen, sondern als Masse empfinden. Umso reicher aber fällt der Ertrag an dem, was Barnett Newman Subject Matter genannt hätte, aus. Jede dieser Kompositionen erzählt ganz ohne Zweifel eine eigene Geschichte, eine andere als das Nachbarbild und als jedes andere Bild in dieser Ausstellung. Wieso ich eigentlich jetzt auf das Bild gehen? Und dann habe ich ihm gesagt, das hat mich angesprochen, weil das haben wir in Luzern nicht gehabt an der Ausstellung bei uns. Und ganz spontan hat es mich angesprochen, weil es sind Fische und die Tochter hat ja tropische Meeresökologie gemacht. Da habe ich gesagt, ja, das sind jetzt Fische. Und da kann man jetzt auch philosophieren. Ja. Die Fische sind eingängt in einem Rahmen. Hat das, ist das bewusst gewesen? Ja, natürlich, ja. Also. Man sieht unglaubliche Vielfalt von diesen Bildern. Themen, die immer wieder die Grossen der Malerei beinhalten. Ich finde zum Beispiel, dass das, man sieht je nachdem, sieht man aus einem Bild raus, sieht man Maler wie Chagall, wie Klimt und wie sich das
präsentiert, merkt man, dass es ein Meister ist, der das gemalt hat. Als ich die Einladung bekommen habe von dieser Ausstellung mit dem Bild drauf, hat es mich einfach total fantastisch gefunden. Ich hatte das Gefühl, ich muss die Bilder anschauen, ich muss auch die Ausstellung gehen. Das Blau spricht mich normalerweise nicht an, aber da ist ein ganzes Leben drin. Nein, es ist wie ein Leben. Was der Künstler da beschäftigt hat, als er das gemacht hat, sehr wahrscheinlich über eine lange Zeit, es würde mich wundern. Aber das Orange nebenan, das ist einfach der Hit, das ist mein Bild. Ich bin natürlich überrascht, dass trotz Schutti-Match doch noch ziemlich viele Leute gekommen sind. Also ein Kompliment an Zuschauer, die gekommen sind und die auch das mal wie in Luzern schon sehr, sehr zufrieden gewesen sind und auch begeistert sind von der Kunst von Jan, die natürlich einmalig ist und halt immer wieder zum Gedanken anregend ist und zum Anschauen und zum Verweilen ist. Und das ist gekonnt, Jan. Danke. Ich freue mich. Ja, danke. 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 Danke, liebe Michaela. Danke schön.